Einen guten Abend. Aufnahme läuft. Und Action. Hi. Guten Abend, Thyrawal. So, das mache ich hier wieder aus. Und das mache ich hier wieder an. Hallo Engel. Und hallo Pi. Hallo Pi. Du bist da, ich weiß es. Also ich vermute es zumindest. Ich hoffe, der Ton ist jetzt da. Mal gucken. Ja, da ist er ja, genau. Eine kleine Stärkung noch. Ein Schlückchen Cola. Obwohl das nicht gut ist. So spät. Na, mal gucken. Ob sich das rächt. Überlege, ob ich jetzt das andere Licht wieder anmache. Das ist, glaube ich, besser. Muss ich nur die Steckdose finden? Ne, die Steckdose nicht. Den Stecker. Die Steckdose ist da, wo sie immer ist. Die ist nicht weggelaufen. So. Ich kann das hier aus. So. Okay. Das ist besser. Besser beleuchtet. Ja, einen guten Abend. Ein bisschen Zeit habe ich noch. So maximal 2 Stunden. Und das Ziel ist es ja, den letzten Sektor von Cambria zu erobern. Und im Grunde kann es jetzt auch losgehen. Ich hatte alle nochmal zum Üben geschickt, über Nacht. Dann hatte ich geguckt, dass die alle ausgeschlafen sind, außer Mad Dog, der würde gerne noch ein bisschen schlafen, genau. So war das, aber ist nicht schlimm. Er ist auch so gut wie fit. 10 Uhr nachmittags am Tag. Wir haben 9 Gegner und 9 Angreifer. Ein ganz großes Team dieses Mal. Dann packe ich sie mal alle in die entsprechenden Truppen rein. Oh, Flo ist Prüb 1? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, ich hoffe, alle hier mögen sich. Der Laster kann leider nicht in einem Team sein. Nicht ohne Besatzung. Der bleibt dann da stehen. Quatsch, sogar 11. 11 gegen 9, das ist ja total unfair. Die Armen. Ich könnte jetzt eigentlich sogar noch die Milizen hier hinstellen und dann kann ich die mitnehmen und die von Norden. Aber ich werde es nicht tun. Oh, André, vielen Dank für die Bits. Bits sage ich schon, die Bits, die Kanalpunkte. Das bedeutet, dass ich jetzt Granaten einsetzen muss, André. Hast du jetzt gerade aktiviert? Schön, dass du auch da bist. Nee, wir rufen keine Verstärkung. Wir haben Besuch. Daydrunners Männer sind im Anmarsch. Ich mache das nur mit meinen wenigen. Mit meinem kleinen Trupp.
Und ich werde es wieder so machen wie bisher. Ich werde versuchen, diejenigen, die noch nicht so stark sind, ein bisschen zuerst schießen zu lassen und dann später zum stärkeren Söldner übergehen. Das hat zwei Vorteile. Und zwar erstens, dass die, die noch nicht so stark sind. You did it again. Guten Abend, André. Genau, dass die an Erfahrung gewinnen und also im Sinne von bessere Treffsicherheit und sowas. Und andererseits die anderen, die eh schon stark und teuer sind, nicht so schnell noch stärker und teurer werden. Ich meine, die sind gut, die brauchen nicht mehr so viel besser werden. Ja, so die Kleinen, die noch ein bisschen wachsen sollen. Ups. Ist ja jetzt nicht mehr so schlimm auf dem Monitor. So, ich denke mal, die sind in der Stadt. Kann ich mich wahrscheinlich runterpirschen. Schön wäre eigentlich, wenn ich hier auf dieses Dach kommen könnte. Okay. Auch gut wäre, wenn ich noch genug Zeit hätte, diese ganzen Reparaturkoffer mal und Arztkoffer mal in den Rucksack zu räumen. Wenn wir gleich sehen, ob ich dafür genug Zeit habe. Weil sonst liegen die immer so doof rum. Und wenn die in den Rucksäcken sind, dann sind sie gut verstaut. Tauschen mal hier das noch. Gut verstaut bedeutet. Dass sie hinterher nicht rumliegen. Okay. So, Rucksäcke liegen. Was war das nochmal? Z. Gelassen. Nee. Ernst? Und jetzt alle runter. Gut. Glückwunsch zum Mod beim André. Wann streamt denn der André wieder? Und was streamt der André wieder? Das würde mich interessieren. Jawohl. Und hallo Kathleen, guten Abend. Richtig große Versammlung hier. Nicht nur im Spiel, sondern auch Okay. im Stream. Genau, so, der Plan ist jetzt hinter dieses ACA-Gebäude zu schleichen und dann von oben anzugreifen. Was schon gemacht? Das gelingt, werden wir gleich sehen. Das ist ja sowas wie die Militärpolizei oder sowas. Da sind immer Gefängnisse und schwere Waffen in diesen Gebäuden. Okay. Ansonsten, ich würde sagen, Café? Das könnte eine Bar sein. Oder das Café ist die Bar. Irgendwo soll doch Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Leise. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Ah! Doof gelaufen, würde ich sagen. Wer ist denn jetzt verletzt? Campi? Oder Ich war. hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Ja. Ja? Gampi. So sollte das nicht starten. Vor allem Gampi, weil Gampi sollte doch hier Action machen. Der sollte doch richtig abgehen wie Rakete. Und jetzt ist er verletzt und seine Geschicklichkeit ist. Nee, das machen wir nochmal besser. Mann, Menno. Gemeinheit.
Wenn es jetzt irgendjemand anderes gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen wie bei Gumby. Ich möchte ja gerne Gumby, Flo, ja, vor allem Gumby und Flo, die möchte ich ja hier in Aktion sehen. Jetzt, wo ich sie hier mit in den Kampf reinnehme, möchte ich auch, dass sie was machen können. Wenn sie denn mal kämpfen und die Gelegenheit dazu haben, dann steigt ja deren... Nein. Ich habe beunruhigende Nachrichten. Der Feind ist anwesend. Operation Pizza. Habt ihr Pizza gebacken? Jetzt kann ich den Spaß hier nochmal machen. Das war wirklich ein Riesenspaß. Bei Fox wäre das wahrscheinlich sogar sinnvoll, wenn ich die ablege. Tasche. Ist immer noch etwas überladen. Gib Wasser. So. Warum geht's jetzt nicht? Ja, alle schleichen. Ja. Jetzt. So. Okay, neuer Versuch und ich schleiche mal. Okay. Mehr so von diesem Winkel an. Belag übertrieben. Läuft es über? Läuft es über in den Backofen hinein? Das gibt eine Riesensauerei. Okay. Ich kenne das. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, die wollen leider nicht, dass ich hier ankomme, ohne dass ich... Ich könnte nochmal versuchen, von hier vielleicht auf dieses Dach zu klettern. Mach's. Ich hab ja gerade eben gespeichert. Mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, dann würde ich mich hier oben positionieren und einmal schießen, damit sie hochkommen. Ah, Sissi, ich gut. Ja, also bei Hamus ist es tatsächlich sehr gut, weil der kostet ja nichts. Also schon, er kostet irgendwie ein paar hundert Dollar am Tag, aber wird nie teurer. Weil er sich ja mir freiwillig angeschlossen hat, um sich an Date Runner zu rächen. Also, oder um sie zu bestrafen, oder ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war. Irgendwie so. Yep. Ice Cream Truck und Hamus gewonnen. Gute Sache. Oui. Yeah. Oui. Ja. Ja. Verstanden. Bin bereit. Ja. Okay. So. Alle bereit? Ja. Denen reiße ich mit bloßen Händen die Gedärme aus dem Leib. Soll nicht sein, ne? Ist jetzt an der Stelle nicht so schlimm? Kann ich auch gleich zur Tat schreiten, würde ich sagen. Dann kletter ich einfach. Bin bereit.
Gleich mit denen nach oben, die noch können. Sehr schön, Fox. Ja. Ja? Und alle anderen müssen auch nicht mehr leise sein. Ja. Bin bereit? Ja. Damit sind die beiden erstmal unten. Oui. Ist ein bisschen aufwendig. Da hoch. Das mehr oder weniger für jeden Einzelnen machen muss jetzt. Weil ich hier mich im Kampf befinde. Und sonst hatte ich das immer außerhalb des Kampfes gemacht. Da konnte ich die halt relativ schnell durchklicken und mehr oder weniger parallel aufs Dach schicken. Geh besser. Okay. Yep. Gut. Geh besser. Muss. Schaut, ob da jemand kommt und Ira schaut mit. Ja. Der Rest. Ja, ihn kann ich schon vorschicken. Okay, er sieht auch jemanden. Aber da können wir jetzt nichts mehr machen. Oui. Sie kann sich noch drehen und hinlegen. Ja. Sieht man, wie viel besser die anderen Söldner alle sind, weil die noch so viele Aktionspunkte haben, dass sie hier noch durch die Gegend laufen können. Okay, er kann, denke ich, so bleiben. Okay, so, und die können unten bewachen, dass dann der, falls der jetzt hier hinten rumrennt, ich glaube, der wird jetzt nicht aufstehen, der ist ordentlich getroffen. Schauen wir mal. Ich leg mal. Werfen, einfach nur ablegen. Noch ein bisschen leichter für ihn. Ach doch, tatsächlich kann er noch aufstehen und verschwinden. Ja. So. Trevor hört eine Bewegung von unten. Ja, das kann jetzt hier in dem Markt natürlich irgendjemand sein. So, wenn ich jetzt Grizzlies Kopf hochmache, dann kann natürlich er sofort angegriffen werden. Aber ich würde es einfach mal versuchen. Zeit für ein Kämpfchen. Das ist ein anderer. Das ist nicht der, der vorhin hier stand, denke ich. Der war, glaube ich, nicht blond. Vor allem steht er da mit Pistole. Und Grizzly hat nicht wirklich gute Chancen zu treffen. Oui. Verteilen wir uns erstmal auf dem Dach. Okay, er sieht aber auch von dort aus gar nichts. Yep. Geh besser. Ira möchte ich eigentlich vor und reinbringen. Und Hamus auch. Ich würde lieber mit Trevor zum Beispiel. Da sind die Verbrecher. Okay. Yep.
Da ist noch jemand. Genau, die Idee war lieber mit Trevor hier Alright. herumzulaufen und die Flanke zu sichern. Falls hier jemand von unten rumläuft. Gib Wasser. Nicht wirklich irgendwas zu sehen. Yep. Gib Wasser. Ist aber erstmal okay. Wir belassen es einfach mal dabei. Lassen die Runde umgehen. Ich höre ein Geräusch. Jetzt ist ganz schön Bewegung auf der Karte. Sind aber nicht mehr geworden. Kurz Pause machen. Moment. Also bis gleich.
Jetzt ready. Ha. Okay. Zurück. Bin zurück. So. Okay, also es ist nichts passiert während der Runde, in der ich als ich die Runde habe durchlaufen lassen. Ja. Gut, wenn ich jetzt aufstehe, dann werde ich wahrscheinlich jemanden sehen. Vielleicht mache ich das erstmal am weitesten weg. Ich habe große Probleme. Große Probleme. Qué pasa? Geht doch gleich los. Das Kacke. Ach Mann, ey. So, dann hat er große Probleme. Jetzt ist er raus aus dem Spiel. Damit hat sich diese Runde für ihn erledigt. Ach Mann, ey. Qué pasa? Ja. Yep. So, Ira kann ihn verarzten. Mache ich jetzt auch, weil Fox ist unten. Yeah. So. Kann nicht so gut zielen. Auch nicht so gut treffen. Anscheinend. Das geht noch. Schade, Mad Dog. Naja gut, seine Treffsicherheit ist jetzt auch nicht die beste. Ja. Derry. Das ist mir alles zu real, Mann! So. Der hat eine kurze Unterbrechung bekommen. Er war derjenige, den ich zuerst gesehen habe. Da bin ich mir recht sicher. Der wird jetzt möglicherweise in die Schusslinie von Gumpy und Fox laufen gleich. Natürlich eigentlich besser, wenn er schon getroffen wäre, aber... Tut sich gar nichts, ne? Oder? Ah, hier. Okay. Auch nicht getroffen. Und ich habe mit dem Scharfschützengewehr geschossen, versehentlicher. Weiser. Ja. Also, was sieht denn Dimitri? Dimitri sieht alle Seiten. Ja. Soweit schon mal gut. Ich ziehe mal mit Trevor. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Okay. Das sind auch Unverletzte. Der Verletzte, der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Dann gibt es noch den Blonden, den ich hier hatte. Den sehe ich gerade nicht. Okay, dann würde ich sagen, lösen wir mal die... Lösen wir mal den... das Lass krachen vom Freakman ein. Und ich hoffe mal, Chris lässt dort den Molotow-Cocktail krachen. Wenn er trifft, hoffentlich. Er trifft leider nicht wirklich. Ging mehr oder weniger daneben. Kann noch einen Schuss abgeben. Aber recht ungezielt. Dann trifft er auch nicht. Okay. Ja. Kann Grizzly hier nochmal auf den da hinten schießen. Wird er auch nicht treffen. Gesagt, getan. Oui. Also, kann ich mal Flo nochmal gucken lassen. Dann war es das schon. Das war's. Ich hätte gern Trevor und Dimitri als Backup, falls jemand aufs Dach gesteigt. Ja, sehr erfolglos
diese Runde. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Okay. Grizzly und Dimitri haben eine Unterbrechung bekommen. Grizzly hat auch noch einigermaßen viele Aktionspunkte. Kann aber quasi nichts mehr machen. Okay, dann versuche ich das mit Dimitri. Am anderen Ende des Dachs. Und es klappt. Es sollte reichen, der sollte keine Aktionspunkte mehr haben. Okay. Verflixt. Ich jag euch alle zum Teufel. Okay, es läuft richtig schlecht. Ja. Es läuft richtig schlecht. Unterblocking für Flo und Dimitri. Warum? Ah, wegen dem. Ja. Oui? Bringt mir leider überhaupt nichts. Oui? Warum haben die keine Unterbrechung bekommen gerade? Als der hier rumgekommen ist? Bin bereit. Ja? Okay. Rauf aufs Dach mit dir und dann auf den Boden. Gumpy ist... kann vielleicht noch was machen. Gib Wasser. Anders als Amus, der ist... ziemlich ausgenockt. Kann mit ihr schon mal näher rangehen. Wen sieht sie denn? Eigentlich, ach so, den der auf dem Dach, klar. Okay, Flo. Du hast eigentlich eine ganz gute Chance, den da zu treffen. Der steht nämlich direkt vor deiner Nase. Eigentlich genügt es, wenn ich die Pistole nehme. Denke ich. Ist nicht so teuer, kann ich zweimal schießen. Gut. War doch nicht schlecht. Warum auch immer ich die Pistole nicht zurück ins Holz legen kann. Gut. Dann nicht. Ja, und da kann natürlich Amus auch noch helfen. Was so Backup hier auf dem Dach betrifft, denke ich. Sehr gut. Was hat sie gesagt? Que bueno hat Amus gesagt, aber... Ja. Was Flo gesagt hat, weiß ich nicht. Okay. Gut. Ich habe hier immer noch nebenbei den Timer von Rise of Cultures an. Muss ich immer mal kurz reingucken, aber nicht lang. Also wirklich kurz. Gib Wasser. So, und ich traue mich nicht so recht aufzustehen. Bin bereit. Ja. Okay, was sieht er denn da? Aber ihn nicht. Ja, hier schon echt angeschlagen, aber was soll's. Verdammt. Ja. Unterbrechung von links. Zum Glück nicht getroffen.
er trifft. Eigentlich trifft er nie. Also ich weiß nicht, wann Grizzly das letzte Mal irgendwas getroffen hat. Muss lange her sein. Ziemlich lange. So. Die... Der Molotov-Cocktail war hier echt für die... für nix. Auch Chris trifft nicht. Nächstes beim Nachschuss wird's was. Ja. Lass ihn wieder hier lang gucken. Ja. Weil er ja mehr oder weniger das Geschehen überwachen muss auf dem Dach. Okay, das war gut. Ja. Ich hol Trevor mal mit nach vorne. Dann kann er sich hier mit einschalten, wenn er aufsteht. Ja. So, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, alle bewegt. Ja. Ja. Okay. Also, Runde um. Ja. Unterbrechung für Dimitri. Wegen dem da unten. Weil der aufgestanden ist. Ist egal. Langsam wird's brenzlig. Ja. Nicht so wirklich egal, aber das hier ist wichtiger. Denn damit habe ich jetzt auch gerechnet, dass hier noch jemand aufs Dach kommen könnte. Dann. Gut, bleibt's jetzt dabei. Der sollte nichts mehr machen können. Noch drehen können. Und Chris ich hat was abbekommen. Ja. Mir was vor. Chris hat was abbekommen und sich hingelegt. Okay. Oui. Gut, dann kann Flo wieder tätig werden. Ja. Gewinnt an Treffsicherheit. Ja. Und Gumpy kann eigentlich helfen. Komm, Gumpy. Sehr schön. Yep. So, und du kommst näher zum Verbinden. Ach, sie muss auf die Seite. Das ist nicht gut. Dann gehe ich dorthin und drehe mich schon mal in seine Richtung. Kann nicht mehr... Eigentlich schön, wenn ich jetzt nochmal schießen könnte, aber ich fürchte, das doch, könnte noch klappen. Aber sie trifft leider nicht. Die Passe. So, Hamus kann noch helfen. Von ganz hinten. Wieder wie vorhin. Nicht getroffen, aber es sollte ihm jetzt eigentlich so nicht mehr wirklich was machen lassen, hoffe ich. Ein Kind. Sehr schön, Dimitri, sehr schön. Eigentlich wäre es auch fast gar nicht gegangen, ohne dass er trifft. Okay. Larry sieht irgendwen. Wen sieht denn Larry? Achso, den da oben. Ja, klar. Jetzt sieht er noch den da unten. Larry mal einfach nur aufpassen lassen. Dieses Mal. Muss er das Backup machen? Ja. Denn Dimitri hat schon gezogen. Oh,
Fucking hell. Der ist noch unverletzt, aber der ist näher dran. Wir können ganz schlecht treffen wegen des Feuers. Deswegen versuche ich es doch lieber bei dem hier. Und er zerschießt die Scheibe. Na, hoffentlich hat es ihm wenigstens Angst gemacht. So, Chris ist verletzt worden. Oui? Ja. Mayday. Mayday. Sagt er. Der ist noch sehr weit weg. Ist ja nicht so schlimm. Bin bereit. Kann Fox noch ziehen? Ja, kann sie. Fantastisch. Gut. Ja. Haben wir den schon mal erledigt und er versucht es nochmal mit dem hier. Mal gucken, ob er irgendwann mal trifft, aber nein. Natürlich nicht. Grizzly wird niemals mehr treffen. Habe ich so das Gefühl. Okay. Ja. Unterbrechung für Mad Dog ist egal, diese Unterbrechung. Der ist verwundet und rennt davon. Noch nicht ein Zeichen für mich. Okay. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Jetzt ist auch Fox, auch Flo noch getroffen. Ja? ein Desaster. So. Yep. Egal. Ja. Oui? Und er hat keine... Ja. Also sie hat keine Möglichkeit mehr, sich zu bewegen. Ja. Ja. Gut, Grizzly steht ganz gut. Das sollte sogar er treffen können. War sogar ganz gut, muss man ihm zugestehen. Das konnte sie jetzt noch machen, Ira. Ja, schießt sie nochmal oder nicht? 20 kostet das nur. Kann sie noch einmal schießen eigentlich? Den da? Nimm das! Gut. Dann Gambi verarzten. Jetzt habe ich hier unten mal wieder so einen Bug, wo der Lader, das Ladezeichen kommt. Müssen wir kurz warten. Geht hier wieder weg. Dauert nur einen Moment. So, jetzt aber. Hallo? Sehr eigenartig. Sie möchte ihn nicht verarzten. Okay. Also bewegen kann ich mich nicht wirklich. Ich versuche es jetzt noch einmal. Und es klappt weiterhin nicht. Okay. Ja, wenn ich mich bewege, dann habe ich nicht mehr genug Aktionspunkte, um ihn zu verarzten. Kann ich eigentlich nur die Aktionspunkte jetzt nutzen, um auf den zu schießen? Und dann muss ich mir mal einen Überblick verschaffen, wie viel jetzt hier eigentlich in meiner Nähe sind. Okay, wir haben ihn auf dem Dach. 2 Tote, den unten. 3. Dann sind hier 2.
sind 5. Hier ist einer, 6, 7 und hier unten müsste noch einer sein. Das sind 8. Bei einem weiß ich nicht, wo der ist. Kann sein, dass der in der nächsten Runde hochkrabbelt aufs Dach. Gib Wasser. Okay. Komm, gib alles. Sehr gut. Qué bueno. Ja. So. Er sieht den da unten, aber wenn ich jetzt nachlade, kann er nicht mehr schießen. Verdammte Scheiße. Gut, das war mir jetzt wichtiger, dass ich den hier... Ja, ich kann aber nicht wirklich treffen. Dann lade ich nur nach. Yep. Ja, das Feuer ist schön groß geworden. Der wird da schlecht treffen. Chris sieht den da hinten. Wir könnten den eigentlich aus dem Rennen nehmen. Okay, Chris trifft auch nicht. Larry, du machst die Deckung. Oh, fucking hell. Genau. Das war aber der, der hier noch war. Das war der dritte. Das ist nicht der, also der dritte von denen, die hier waren. Das ist nicht der, den ich nicht gefunden habe. Oder wo ich nicht weiß, wo der ist. So, ich habe jetzt, wer hat jetzt eine Unterbrechung? Trevor und Chris. Toll. Die können damit ja nicht wirklich was anfangen, oder? Nee. Nix machen. Yep. Und Trevor? Trevor kann was machen. Sehr schön, das reicht schon. Yep. Yep. So, Ira, jetzt aber. Verarzte doch mal Gumpy. Es klappt nicht, das gibt's doch nicht. Das für ein komischer Bug. Dann gehe ich jetzt hier hinter ihn. Versuche es nochmal. Was auch immer das jetzt für ein Move war. Und es geht weiterhin nicht. Och Mann, ey, was ist denn das jetzt hier? Das ist, was für eine bescheuerte Runde. Geht ja alles schief und es ist verbuggt. Ja. Yep. Nochmal. Das sollte auch gehen, wenn er ja nicht hockt. Okay, dann... Tu noch was und schieß auf den. Was zum... Mein Gewehr ist am... Genau. Minus 3. Oui? Ja.
So, den habe ich schon mal getroffen. Blondie ist ja erledigt. Der hier ist ein Problem. Und es ist ein Problem, dass Grizzly überhaupt niemals trifft. Gib Wasser. So, am Ende muss es wieder Hamus richten. So wie es ausschaut. Jetzt kann er aber auch die Pistole nehmen. Qué bueno. Wie gesagt, ich weiß nicht. Einer fehlt mir in der Zählung. Ich zähle nochmal nach. Das sind 4 hier oben. 5. Dann der hier steht. 6. Hier unten sind es noch 2. 7, 8. Es fehlt der 9. Ich weiß nicht, wo der ist. Es kann sein, dass er gleich aufs Dach klettert. Yep. Oh, fucking hell. Der ist nochmal dahin gerannt, um ins Feuer zu gehen, oder was? Das verstehe ich nicht. Ach so. Das auch nicht. Okay, Trevor kann aufpassen. Ja. Versuch mal durchs Feuer. Klappt nicht. Bei Mattock klappt's vielleicht. Ja. Das war gut. So, Chris kann sich eben selbst verarzten. Jerry hält Wache. Okay. So, der kommt zurück. Jerry kriegt die Chance. Versuchen wir es hier so. Ich brauche eine neue Ladung Ammo. War halt hinterm Baum. Alle sind verletzt, außer der eine, die ich nicht weiß, wo der ist. So. Leg dich hin. Mann, ey, was ist mit den Holstern los? Ja. Kann die Pistole nicht zurückpacken. Geht das nicht? Wenn man die aus dem Holster genommen hat? Kann man die dann nicht zurücklegen? Ja. Meinetwegen lass es Aktionspunkte kosten, aber es kann doch nicht sein, dass es nicht geht. Okay, Grizzly. Macht Überwachung. Chris sieht niemanden. Machst du auch Überwachung? Wir haben noch 5, 6 Gegner. Bin bereit. Yep.
aber macht mit seiner Pistole auch mit. Die machen ja alle mit, weil was sollen sie sonst machen? Nee, Larry nicht. Ja. Ja. Okay, Gambi wird verbunden. Larry kann... Ah, der hat kein Medkit. Frage, ob das vielleicht besser so ist. Okay, gut. Verdammt. Der ist erschienen. Ja. Im Sichtfeld von Grizzly. Der ist noch komplett unverletzt und Grizzly kann nicht schießen. Grizzly trifft nie. Grizzly trifft wirklich nie. Wozu ist Grizzly eigentlich da? Gut. Ja? Bleibt unverletzt, weil Grizzly hat auf ihn geschossen und es ist nichts passiert. So, sie hat an Medizin gewonnen. Jetzt kann sie Flo verarzten. Jetzt muss ich mal kurz wieder gucken hier. So. Funktioniert. Läuft. Ich renne jetzt mit Chris da runter. Wir brauchen jemanden, der auch mal trifft. Ja, so geht das, Grizzly. Einfach mal Chris zuschauen. Gut, jetzt kann Larry auch wieder aufstehen. Kann erstmal seine Waffe. Ach nee, ist schon geladen. Vielleicht gucken wir ruhig mal mit dem Fernrohr. Dann sehen wir auch wieder welche. Das sind die zwei Verletzten. Und der. Hier ist einer weggerannt. Ja. Ich renne jetzt mal mit Trevor vor und gucke, ob hier unten jemand steht. Nur noch der Sterbende. Ein Unbekannter. Mit drei Fragezeichen. Der ist es, der ist von den drei Fragezeichen. Ja. Gut, Trevor muss nichts machen. Kann wieder zurückrennen. Good job. Ja. Ich kann mit Mad Dog schießen üben. Ob es funktioniert, dass ich die Waffe wieder wegstecken kann? Nee. Alles gut. Reichweite 14. Kann damit mit seiner Course mal schießen, aber das ist auch Overkill. Mad Dog übt. Und Larry kann auch üben. Geht doch, kann ich einmal wieder wegstecken. Das ist ein cooles Holster. Tackholster, das für gleich drei Magazine. Deutlich besser als dieses Igelholster, wo man irgendwie manchmal nichts zurückstecken kann. Aber jetzt schon. Okay. Ja.
großräumigere Überwachung. Verflixt. So. Fox kriegt die Unterbrechung, weil er reinläuft. Dafür steht sie ja da. Bin bereit? Das war jetzt aber ein Rothaariger. Den hatte ich nicht mehr eingeplant gehabt. Ja. Aber jetzt waren es ja auch noch zwei mehr, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. So. Schaut er nochmal hier runter? Ist niemand mehr da. Okay, dann soll er einfach da zielen. Ja. Der auch? Ja. Verdammt. So. Hast du bei Chris geguckt, wie es geht? Also halbwegs. Sagen wir mal. Bein getroffen ist natürlich nicht so gut. Jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Okay. Ja. Dann noch ein bisschen vor. Also, das ist der eine hier. Dann sind hier zwei weggelaufen. Und ein vierter fehlt. Eine fehlt weiterhin, denke ich. Unterbrechung für Chris und Larry. So, Larry kriegt man nochmal eine Chance. Kann er dieses Mal treffen? Sehr schön. Ja. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Ich stolz sein. Sehr schön. Das ist der, der gefehlt hat. So, jetzt kriegt Chris auch noch die Unterbrechung für den. Bald ist er zu ungenau. Naja. Mach mal gezielten Schuss. Wieder mal daneben. Jetzt kriegt Mad Dog eine Unterbrechung. Kommen Sie wieder zurück, ja? Sehr gut. Okay, dann habe ich jetzt alle. Das sind die beiden hier. Der ist der, der gefehlt hat. Hier steht noch einer. Ja. Das ist nicht Carmen. Mir recht sicher. Ja. Chris trifft nicht mehr. Ja. Der hat aus gutem Grund Angst. Du warst einmal. Jetzt bist du nicht mehr. Okay. Ja. Grizzly hat noch nicht geschossen und wartet darauf, dass der hier aufsteht. Oui. Du ist versorgt. Ja. Ira eigentlich dazustellen. Das Backup. Für den Moment, dass der da aufsteht. Ugh!
Da steht er wieder. So, schau mal, Grizzly, so geht das. So, ganz genau so. Nimm das! Ist doch nicht so schwer. Ja. Keine Kugeln! Alles gut. Gut gemacht. So, jetzt ist nur noch der eine übrig, der hier noch rumläuft und schon ziemlich stark verwundet ist und dann aber immer hinter dem Baum bleibt, mehr oder weniger. Ja. So, dann kann ich mal nachladen. Ja. Yep. Zeit zum Nachladen. Ja. Ups. Ja. Ich kann die Pistole weiterhin nicht wegpacken. Ja. Ich kann ja mal mit Dimitri auch noch hier gucken. Falls der da rauskommt. Ja. Der Doc kann da nichts machen. Der Doc kann ich hier rüberrennen. Und schon mal runtergehen. Yep. Ja, ist ja nur noch dieser eine, genau. Ja. Ach, anderes Magazin. Deswegen kann er so weit schießen mit der Colt. Gib Wasser. Er darf es jetzt zurück ins Holz zerlegen. Oh. Lass es einfach umballern, bis diese feigen Ärsche aus ihren Verstecken gekrochen kommen. Ja. Genau, das dachte ich mir so, Larry. Hab gemacht. Du rennst jetzt hier einfach. Denen reiße ich mit bloßen Händen die Gedärme aus dem Leib. Ja. War mir nicht bewusst, dass das Gebäude so viele Fenster hat. Der wird sich wundern, wenn Mad Dog auf einmal über ihm ist. Wir müssen aber leise sein, sonst kriegt er es mit. Okay. Ja. Grizzly darf auch dahin zielen. Du bist doch bestimmt super leise.
Ah, war nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob er einen Schleichskill hat. Ich glaube aber nicht. Oh oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Hoffentlich findet jemand den Rest der Feinde, sodass sie kein Gefahr mehr sind für mich, für uns. Es ist Feind. Wir angreifen müssen. Ja. Okay, Dimitri kriegt die Chance. Dimitri kann es jetzt beenden. Das reicht nicht ganz. Aber für ihn reicht es ganz. Hey, hey, alle weg! Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Okay, der Spinner. Mad Dog. Mad Dog ist echt ein Mad Dog. Okay, es war wirklich ein Gemetzel. Spät ist es. Es gibt ein paar Geschäfte hier. Cambria ist so eine Art Mittelpunkt der Gegend hier. Aber die Leute müssen hier vorsichtig sein. Der Totschläger der Herrin hat seine Schweinsaugen überall. Die würde ich ihm gern ausstechen. Okay. Der Totschläger der Herrin. Yep. Wobei, wir gehen aufs AK-Gebäude. Wenn wir uns hier aufhalten und Milizen produzieren und die drei Verletzten heilen. Yep. So, wer hat die höchste Führungsqualität? Es ist jetzt inzwischen Ira. Oder ist es Fox? Nee, es ist Ira. Yep. Ist gut. Na dann, reden wir mal mit den Leuten. Wir haben es geschafft. Endlich ist vorbei, diese schlimme Gemetzelrunde. Okay. Ja. Grizzly, vielleicht kannst du noch Türen öffnen. Okay. Vielleicht kann ich dich dafür noch nutzen. Yep. Trevor kann auch noch Türen öffnen. Darin ist ja Trevor Spezialist. Im Türen öffnen. Sie sind hoffentlich kein Freund von dieser terroristischen... Wow, Kumpel. Das da ist ein richtiger, feiner Faller. Diesen terroristischen Hinterwäldlern? Sie sind hoffentlich kein Freund von diesen terroristischen Hinterwäldlern. Sie tun dieser Stadt großen Schaden an. Meint die mich damit? Oder meint die Truppe von Miguel? Ja, also es wird auf jeden Fall schon mal umstrittener, sagen wir es mal so, wer hier das Sagen hat. Ich wünsche Ihnen Glück, mein Sohn wurde südlich von hier getötet, als die Armee mit ihren Mörsern experimentierte. Okay. Ja, sie ist ambivalent. Sie ist der Satan persönlich. Also sie hat einfach Angst. Sie hat einfach Angst, denke ich, vor den... Ja. Nichts. Den Prügeltruppen der Herren. Und deswegen meint sie schon mich. Okay. Mit den Terroristen, denke ich. Aber... Nicht mal jetzt die Waffe zurücklegen. Leg mal das auf den Boden. Leg mal das dazu. Heb mal das Holz da auf. Ich hab's. Das Holz da ist kaputt.
Holster ist kaputt. Was ist denn das? Versteh es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist kaputt. Okay, wir heben mal die Rucksäcke wieder auf. Warum geht das nicht? Warum kann ich in das Holz da nichts mehr reinlegen? Kann ich die Pistole nicht nutzen? Versteh's nicht. Ich hab's. Wenn die in dem Rucksack ist, ist sie halt weg. Okay. Ich bin eine sehr, sehr beschäftigte Frau, Elliot. Und ich hätte euch nicht gestört, wenn es nicht wichtig gewesen wäre, eure Hoheit. Also, was ist denn? Die Rebellen haben... Elliot, ja, was ist denn nun schon wieder? Hat das denn kein Ende? Haben wir sie wenigstens besiegt, Elliot? Nicht ganz, meine Herrin. Sie, wie soll ich sagen, haben die Stadt Cambria besetzt. Elliot, Sie Schwachkopf. Das ist inakzeptabel. Sie müssen aufgehalten werden. Cambria war eine wichtige Stadt und meine Soldaten haben sie verloren. Nun schicken sie diese Nachricht an die Überlebenden. Entweder sie töten diese Söldner oder ich töte ihre Kinder. Das liegt ganz bei ihnen. Und besorgen sie Verstärkung. Und nun verschwinden sie. Ich will nicht noch einmal gestört werden. Wie ihr befehlt, eure Hoheit. Ja, er sieht immer schlimmer aus, der arme Elliot. Er muss leiden unter der Herrin. Yep. Ja, so ist es. Doofes Holster. Ja. Ein zweites Holster ist doch auch noch betroffen. Wessen Holster ist es noch? Oui. Ihr Holster. Auch ein Igel SAS. Ja. Seien sie es aber okay. Steht doch niemand. Oui? Ja. Das ist schlecht. Seins ist auch kaputt. Da kann ich die Waffe auch rausnehmen und nicht mehr, krieg sie nicht mehr zurück. Sehr schön. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Sehr gut. Kann ich auch nicht mehr nutzen. Ich speichere mal und starte mal eben das Spiel nochmal neu. Äußerst eigenartiges Bug-Dingens. Käfer-Dingens. Drück die Daumen, dass es wieder geht. Oui? Hallo, Flo.
Liegt am Schalldämpfer, darf da kein Schalldämpfer drauf sein. Das Problem. Es wird zu groß. Die Waffe wird zu groß, wenn sie mit Schalldämpfer ausgestattet ist. Ist ja abgefahren. Okay. Okay. Das muss man erstmal wissen. Ja. Mündungsfeuerdämpfer gibt der. Sieht so aus. Ja. Okay, wieder was gelernt, würde ich sagen. Der Schalldämpfer. Es ist. Der Schalldämpfer ist das Problem. Thyrawal, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und bis bald. Und vielen Dank für 42 Bits. mein Hauptversorger. Dank dir kann ich Kaffee kaufen. Dankeschön. Gut, dann kann ich die Pistole jetzt wieder reinlegen und dann den Schalldämpfer draufschrauben, aber dann kriege ich sie nicht wieder in den Holster oder in das Holster zurück. Kann natürlich gucken. Dass diese Igelholster. Ja. Das Holster ist okay. Das kann das ab, das MP-Holster. Ja. Mehr so MP-Holster oder dieses große Ding, was Larry da hat. Das ist richtig gut. Tackholster. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob hier das geht mit dem. Das probieren wir aus. Wer hat noch das Problem? War das nicht Trevor? Es war Trevor. Genau, Trevor hat hier. Trevor hat hier einen Schalldämpfer drauf. Der kommt jetzt zu Larry. Larry macht den Schalldämpfer da drauf. Larry kann die Pistole nicht mehr zurücklegen. Also das Tackholster. Dafür wird es dann auch zu groß. Gut zu wissen. Larry braucht auf jeden Fall nicht zwei Holster. Ja. Ja. Er hat nur einen Mündungsfeuerdämpfer. Da muss ich einmal durchgucken. Chris braucht ja das, den Schalldämpfer auch. Okay. Er braucht irgendwas. Er hat einen Mündungsfeuerdämpfer. Sie hat einen Mündungsfeuerdämpfer. Ira hat einen Schalldämpfer und kann den auch haben. Flo hat einen Mündungsfeuerdämpfer. Dimitri hat einen Schalldämpfer drauf. Das ist aber ein Problem, wenn er die Waffe zieht. Amus hat einen Mündungsfeuerdämpfer. Der hat aber auch viel Platz hier noch.
die Pistole auch hintun, aber gut. Er hat einen Mündungsfeuerdämpfer. Auch die TAC. Ich brauche MP-Holster, brauche ich. Er hat einen Schalldämpfer. Ich muss das MP-Holster von Gumpy weitergeben. Und von Mad Dog auch. Okay. Es muss das Team 1 kriegen. Die eben auch leise vorgehen können. Sonst geht's halt nur so. Rein und dann erst den Schalldämpfer drauf. Naja. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt gefunden haben hier. Wir haben Schlüssel gefunden. Steht da was zu? Ja, man muss auch draufklicken. Ein Schlüssel ohne Glanz. Sehr schön. Ein Gefängnisschlüssel aus rostfreiem Stahl. Okay. Dann geben wir nochmal die Schlüssel dem Schlüsselmeister. Da ist der Schlüsselmeister. Oh. Kann er stapeln, die beiden. Die aber nicht. Zwei Gefängnisschlüssel ohne Glanz. Oder mit Glanz. Okay, die Senfgasgranaten wurden zum Glück nicht auf mich angewendet. Ein Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, das kann ich sogar noch jemandem geben, der nur ein Wurfmesser hat. Geht es jetzt nur durch das eine Team durch? Sieht so aus. Durch das Team von Flo. Okay. Hier kann ich zum Beispiel mal das Rambo-Messer wegnehmen, weil das so schwer ist. Tatsächlich. Tatsächlich sind die schon alle ausgestattet. Okay. Eine okaye Pistole. Werkzeugkoffer ist immer gut. Aber der Werkzeugkoffer wird wahrscheinlich nur dazu dienen. Ach nee, den habe ich abgelegt. Das heißt, irgendjemandem fehlt sogar ein Werkzeugkoffer. Von meinen Technikern. Nämlich Dimitri. Genau, und die Sanitasche habe ich, glaube ich, auch abgelegt. Die war die von Box. Okay, das Tuch kann irgendjemand mitnehmen. Dimitri hat eh schon welche. Gut. Dann kann ich ein paar Waffen wieder auffüllen. Genau so.
Da die nicht so viel Reichweite hat, wäre es eigentlich gut, wenn er diese Match... Magazine nimmt. Okay. Gut so. Verbraucht. So viel dazu. Aber eigentlich braucht es Trevor gar nicht. Trevors Waffe hat eigentlich gut Reichweite. Wenn wir Trevor mit einem normalen Magazin auf, dann ist auch gut. Okay. Da sind nur 20 drin. Dann noch die große Kiste. Der auffüllen kann. Dem kann ich noch eins geben. Gut. Erstmal alles soweit. Versorgt, denke ich. Und verteilt. Würde ich sagen, dann gucke ich mal nach der Falle hier. Versuche die zu entschärfen. Erstmal speichern. Dann lerne ich mal die Leute hier kennen. All right on. Oh, right on. So. Da liegt noch eine M4-Kommando rum. Kevlar-Hose und eine Spektra-Weste. Nicht schlecht. Oh, right on. Oh, right on. Jede Menge Magazine und eine Vakuumgranate. Nebelgranate. Das ist ein Vorratslager. Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger feiner Faller. Mhm. Auch die kannst du entschärfen. Ja, wenn ich irgendwie... Oh, right on. Oh, right on. Er kriegt halt wirklich alles auf. Das ist halt ein großer Vorteil. Gut. Du kannst schon mal zu dem Laden gehen.
keine Falle. Alright, on. Yeah-ho! Named. Yep. Ah, right on. Der hat einen Namen. Okay. Yep. Spreche ich erstmal mit ihm. Hi. Herzlich willkommen. Bessere Preise finden Sie garantiert nirgendwo in Arulco. Keith. Das Einzige, was Sie hier nicht finden werden, sind Knarren. Die halten sich nie lang. Jedes Mal, wenn ich eine hier habe, kommt einer von diesen Hillbillies und klaut sie. Diese Drecksfamilie terrorisiert Cambria schon seit Jahren. Ein Haufen verschwägerter Landeier, die nur saufen und Ärger machen. Sie leben irgendwo im Niemandsland, östlich von hier. Ich hab die Nase echt voll von denen, das kann ich Ihnen aber flüstern. So ziemlich das Einzige, was die Leute in Cambria mehr fürchten als diesen Sauhaufen von Familie, ist die Armee. Eine ausweglose Situation. Deshalb können die Hillbillies auch machen, was sie wollen. Ich würde sie ja selbst abknallen. Aber sie sind halt eine große, glückliche Familie von Waffennarren. Man sagt, sie haben genug Waffen geräubert, um damit ihren eigenen Krieg anzuzetteln. Was ihnen ähnlich sehen würde. Also, wenn sie darüber gehen wollen und denen ein bisschen Verstand einbläuen, dann hätte wohl keiner in der Stadt was dagegen. Dann hätten sie hier ein Steinebrett. Okay, also ich kann noch einen Zusatzauftrag entgegennehmen, um die Moral oder ja, doch hier in Cambria zu steigern. Und zwar diese Typen beseitigen. Erinnert mich ja ein bisschen an die Familie von Mad Dog, muss ich sagen. Scheint, Sie sind an einem kleinen Handel interessiert. Genau mein Ding, Mann. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Notfall. Signalfackel. Ja, er sagt, er hat keine Waffen. Aber eine Schrotflinte für $1. Tatsächlich guter Preis, würde ich sagen. Ah, und der kauft und verkauft Rüstung. Sowjetunion, Offiziersmütze USA. Dismantel. Akku-Kampfhose ist zu schlecht. Eine SWAT-Hose. Warum auch immer da die Gasmaske leuchtet. Kann man die da etwa anbringen? Das wäre ja abgefahren. SWAT-Helm. Eine silberne Servierplatte. Toll. Okay. Ja, lustig. Lustige Sachen hat er im Angebot. Sie wissen ja, wo ich bin, falls Sie schlauer geworden sind. Genau. Dann, wenn ich schlauer geworden bin, dann kaufe ich was bei dir, richtig? Okay. Gut. Jemand kennengelernt? Dann gehen wir mal mit Ira zu diesem Named. Right on.
Nichts drin? Nichts drin? Ist ja unerhört. Nichts drin? Lauter leere Kisten. Oh, right on. Nichts drin? Ja. Nichts. Nichts. Hm? Eine Schnur. Okay. Hm? Medipack. Yep. Nichts drin? Nichts drin? Nichts drin? Ich sollte mit Trevor nicht so viel gucken. Nichts drin? Wenn er Schränke durchsucht, ist immer nichts drin. Ja. Okay, Ara. Das ist schlecht. Oh, right on. Also, ich hatte meinen Job an Nagel gehängt und musste erst wieder zur Kohle kommen. Hab Messer geschärft und bald sind sie alle mit ihren Scheißproblemen zu mir gekommen. Hey, Perko, kannst du das mal in Ordnung bringen? Ach, mir kann's ja egal sein, solange ich Geld dafür sehe. Aber bei Elektrik, da hört's bei mir auf. Den Kabelscheiß rühr ich nicht an. Den musst du woanders hinbringen. Hierher! Warum hat er jetzt hierher gerufen? Das ganze verdammte Land ist völlig übergeschnappt. Scheißegal, wer du bist und wo du herkommst. Wenn du die Schlampe erledigst, dann bist du mein Mann. Sie hat den Geschäften hier nur geschadet. Okay, also er ist auf meiner Seite. Ich hasse Smalltalk. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen, was ich reparieren soll. Und komm mir bloß nicht dumm. Psycho. Voll die Zeitverschwendung. Psychotyp. Logbuch aktualisiert. Also er hat ja noch was gesagt, was ich nicht lesen konnte. Ihr seid also die Typen, die hier alles und jeden zur Hölle jagen. Aber mich jagt keiner zur Hölle. Ich bin Alex Perklopoulos. Perkopolis. Perkolopolis. So. Ihr könnt mich Perko nennen. Der fasst auf Grieche tippen. Okay. Der Grieche ist etwas verrückt. Nichts drin? Hm? Nichts drin? Nichts drin? Medipack hat was gefunden. Nichts drin? Juhu! Auch nichts drin. Ich hab's zugemacht. Nichts drin? Hm? Ein nichts Glas. Drin. Nichts drin. Nichts drin. Ich glaube, Kies war ein ganz guter Händler. Yeah. Das ist doch hier so eine kleine Bar. Aber hier ist auch nichts drin. Also, kein...
kein Carmen drin. Schlechter aus dem Carmen. Nichts. Alright, on. Nichts. Nichts. Okay. Yep. Okay. Ja. Verdammt. Komm, du schaffst es. Ist da? Sag ich doch. Nichts. Nichts. Manchmal muss man ihnen gut zureden. Nichts. 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 Yep. Alright. Viel von nichts. Der ist hier eingesperrt, den lassen wir mal lieber raus. Alright, on. Bestimmt ein unbescholtener Mensch. Genau. Alright. Wer von der Herren eingesperrt wird, ist bestimmt in Ordnung. Alright, on. Ich hab's. Wollte ich gar nicht aufheben. Die Munition, davon habe ich erstmal noch genug. Und das ist nur die Toilette. Und C18. Oh. Alright. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Das vielleicht Carmen? Aber so sah Carmen doch nicht aus. Mickey O'Brien ist mein Name. Sarah Freud. Mickey ist es. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind wir uns früher mal über den Weg gelaufen, als ich noch Waffen verschoben habe? Ah, das war ein dreckiger Job für ein paar lausige Dollar. Ich habe zufällig einen lohnenden Job aufgetan. Tiere an ihr Körperteil. Die Schlitzis bezahlen ein Heidengeld für die seltenen Kostbarkeiten aus dem Reich der Tiere. Und die sind wenigstens nicht bewaffnet. Ich war eigentlich nur auf der Durchreise und dachte, vielleicht kann ich ein paar von diesen Bloodcats das Fell über die Ohren ziehen. Diese Raubkatzen findet man nur in der Rulko, wissen Sie. Würden Sie einen Morgen mit der Waffenbrille wollen Trank spendieren? Sollten Sie zufällig irgendwo Meeresschildkröten-Eier finden, es gibt bestimmt einen guten Markt dafür. Fast so gut wie der für Krallen von Grizzlies. Ja, das war's. Ah, das ist keine Arbeit für mich. Klingt auch nicht so super kompetent. Ja, das ist Mickey. Den habe ich meistens schon viel früher getroffen. Der handelt mit Tierteilen. Quasi ein Wilderer. Und er hätte gerne hier die Felle der Bloodcats. Da einem die sowieso manchmal über den Weg laufen und man sich dann zur Wehr setzen muss gegen die, kann man das durchaus machen. Dann muss man den nur finden und kann dem dann Bloodcat-Felle, Bloodcat-Krallen
und Bloodcat Zähne, glaube ich, verkaufen. Genau. So, aber Carmen ist nicht hier. Nicht in dieser Bar, aber es scheint die Bar zu sein. Sonst wäre ja Mickey nicht hierher gegangen. Okay. So, im Logbuch stehen jetzt auch Sachen. Neue Sachen. Und zwar Farmer östlich von Cambria sind eine Plage. Das ist jetzt eine Quest natürlich. Dann habe ich Keys getroffen, der Sachen verkauft. Und Perker getroffen, der repariert. Komisch, dass dass Mickey jetzt hier nicht drin steht. Hätte ich eigentlich erwartet. Habe ich den doch schon vorher getroffen? Ja, östlich von Cambria irgendwo. Wenn ich die erledige, dann steigt, wie gesagt, die Moral hier. Die ist jetzt bei... Oder bei die Loyalität, nicht die Moral. Ist jetzt bei 43%. Aber gut. Ja. So. Da ich ja jetzt Flo dabei habe. Oui. Mais oui. Kann ich sie auch mal mitnehmen hier zum Handeln? Ja. Kommt mal mit vor. Alright. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Kein Problem, Mann. Ich ziehe mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. Also ich kann auch Sachen bei ihm verkaufen. Gibt ja ein paar, Sachen, die ich gerne verkaufen würde. Und vielleicht ist es mit Flo auch wieder... Kein Problem, Mann. Ich ziehe mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Haben Sie da mit einem Knüppel drauf gehauen? Ist ja voll verbeult, Mann. Dafür kann ich Ihnen nicht den vollen Preis bezahlen. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, der Fernseher ist kaputt, aber... Haben Sie da mit einem Knüppel? Gibt mir noch 138 und wenn ich... Sie wissen ja... Wenn ich Christine gebe... Kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Kriege ich auch 138. Knüppel draufgehauen? Ist ja... Gut. Wusste ich jetzt nicht, ob ich jetzt... Haben Sie da... Hey! Ja, ob ich da jetzt mehr kriege oder nicht. Aber... Ja, oui. Flo wird nur von... Ja. Oui. Von, C'est bon. Toni gemocht und deswegen kriegt sie bei Toni bessere Preise. Das ist jetzt ich hier aber nicht der Fall. Kriegt sie keine besseren Preise. Die wollte ich ja übergeben. Oh. Kauft ihr vielleicht das sie Messer? Wissen, kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführer. Ja, okay. Alles klar, das war's dann. Der Koch kauft auch dieses Messer. So, jetzt versuchen wir das mal mit dieser Hose, würde ich sagen. Und die Tagsichtgeräte nehmen wir auch. Meistens werde ich mein Zeug ziemlich schnell wieder los. Ich bekomm's rein und nach ein oder zwei Tagen ist alles wieder weg.
Sieht aus, als würden die hier zusammenpassen. Den Beinprotektoren. Kompatibel sein. Ich kaufe das jetzt mal. Ist jetzt nicht so günstig, muss ich sagen. So. Kann man da reinmachen, die Beinprotektoren. Ja, nicht schlecht. So, Brille habe ich auch noch. Und eine Gasmaske. Kann ich mir borgen. Mit Ihnen mache ich gerne Geschäfte. Vergessen Sie mich nicht. Nee, mache ich nicht. Okay. Ist jetzt nicht in einem guten Zustand. Ich gehe mal auf die Gesamtkarte. Dann kann ich das mal genauer angucken. So ist Flo. So, da ist Flo. Generationsbooster, warum leuchtet der da? Okay, komisch. So. Ja, kann ich noch machen. Ist okay. Nee, ich mach das. Schlaf gut. Okay. Verteil mal die Granaten. Auf meine Hillbillies hier. Gut, habe ich noch ein bisschen was gefunden hier. Ach, was habe ich jetzt mit der Hose gemacht? Wer hat denn die jetzt? Hier ist sie bei ihm. Lassen die Beinprotektoren überall dran? Tatsächlich. Wenn die heile sind, dann haben die ja auch 1% an Schutz. Ich weiß halt nicht, wie viel die SWAT-Hose hat, wenn die heile ist. Der ist bei 8%. Ist vielleicht besser. Eine heile SWAT-Hose. Können wir ja mal schauen. Ansonsten sind hier alle ganz gut versorgt. Soweit. Ja, ich gebe dir mal die heilen Sachen. Ich glaube, Pablo zum Beispiel, die haben jetzt noch keine. Der eine Hose? Der hat keine Hose. Und Biff und Alex.
Er hat Protektoren. Alex hat eine Hose. Genau, die könnte ich also noch brauchen, die beiden Hosen. Die jetzt da noch liegen. Wenn ich die mal in den Laster packen, dann müsste ich den Laster erst holen. Ja. Okay, aber ich suche mal eben noch nach Carmen, bevor wir Schluss machen, weil ich würde das gerne noch klären. So, sollen ja alle auf das Gebäude drauf. Ja. Okay. Gib Wasser. Ja? Ja. So. Okay. Oui. C'est bon. Ja. Yep. Okay. Fast gut. So. Hopp, rauf mit dir. Jawohl. Du musst erstmal geheilt werden. Gib Wasser. Bin bereit? Bin bereit? Ja. Bin bereit? Yep. All right. Ja. Yeah. Okay. Gut. Ja. So. Sieht so aus, als seien alle oben. Ich würde Chris und Ira jetzt erstmal nach Carmen suchen lassen. So, dann haben wir ein paar Verletzte. Patient. Patient. Und Patient und ein paar Doktoren. Operieren nicht. Genau. Trevor kann reparieren. Mad Dog ebenso. Dimitri ebenso. Und theoretisch auch Grizzly. Der ist ja auch ein ganz passabler Techniker. Der kriegt von Chris genau. So. So können wir das erstmal lassen und ich gehe mit den anderen beiden jetzt hier rüber. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Schauen wir mal, ob hier eine Bar ist. In dem Sektor, da ist doch, glaube ich, nur die Universität. Und die ist sehr kaputt. Die sehr kaputte Universität. Keine Bar. Ist okay, wir nehmen gleich den Ice Cream Truck mit. Fahren hier rüber. Ist gut. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Hier ist
Auch keine Bar. Aber hier ist das Krankenhaus. Und im Krankenhaus waren die Leute ja noch eingeschüchtert. Und wollten nicht mit mir reden, weil die Stadt noch nicht befreit war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Ja, widerlich. Ob das jetzt so viel besser ist. Denn die Loyalität ist ja noch recht weit unten. Aber ich versuch's mal. Ich dachte schon, wir würden sie wiedersehen. So ein unheimlicher Mann namens Carmen wollte, dass ich Ihnen sage, dass er in Drassen ist. Ehrlich? Es gibt hier viele Leute, die zu Ihnen halten. Ein Virus ist im Umlauf. Ich habe im Moment keine Zeit zum Plaudern. Ich will dich rekrutieren. Ich bin geschmeichelt, aber ich werde hier gebraucht, im Krankenhaus. Okay, schade. Du siehst aus wie eine Kämpferin. Ja. So wie Ira. Okay, da waren ja noch mehr Ärzte und jetzt ist Carmen wohl in Drassen. Angeblich. Steve. Wo drückt denn der Schuh dieses Mal? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich schon daran gedacht habe, mich mit einer ruhigen Familienpraxis in einem anderen Land zur Ruhe zu setzen. Es tut mir leid, aber ich habe Patienten zu behandeln. Ich bin bereits das Risiko eingegangen, Sie behandeln zu wollen. Mehr möchte ich da nicht hineingezogen werden. Okay. Und Vince? Womit kann ich Ihnen dienen? Sind Sie der Verwundete? Nun, das sollte kein Problem sein. Ich tu's nicht gerne, aber ich muss Ihnen für die Behandlung etwas in Rechnung stellen, sonst können wir hier bald dicht machen. Das ist ja nicht viel. Ja? Ich will ja nicht nerven, aber ich brauche das Geld. Chris ist verwundet. Gib mal $10. Gib ihm. Alles klar. Es könnte ein bisschen länger dauern, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ups. Ich habe Chris ins Hospital gesteckt. Es wird nicht so lange dauern, er ist nur ganz leicht verletzt. Hoffe ich zumindest. Yep. So, aber dummerweise ist jetzt Carmen weg. Anscheinend schon wieder. Aber sie reden wieder mit mir. Oder sie reden jetzt mit mir. Was sie ja vorher nicht getan haben. Ich bin nur nicht sicher, ob hier noch mehr waren, denen ich reden kann. Chris ist jetzt da drüben im Hospital, aber Vince ist gar nicht bei ihm. Ich dachte, der kümmert sich um ihn. Falsch gedacht. Okay. Vince steht im Weg rum.
erstmal kurz Zeit vergehen. Fix und fertig. Hab mich verbessert. Bin stolz auf mich. So, okay. Ist er geheilt. Yep. Okay. Yep. Aber... da ist noch was. Hallo DJ Mike Green. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich bin gar nicht mehr so lange da. Eigentlich wollte ich schon weg sein, aber wie das immer so ist, klappt es nicht so richtig. Ich wollte nämlich noch Carmen finden, aber leider hat mir die Schwester hier gerade erzählt, Carmen ist wieder mal nicht da. Carmen ist gegangen nach Drassen. Aber ich gehe trotzdem nochmal überall durch, weil wer weiß, was die mir hier erzählen. Manchmal erzählen die ja Quatsch. Oder vielleicht auch nicht. Ja, das mache ich ja auch immer gerne hier bei dem Spiel. Wobei ich das jetzt auch durchspielen möchte, um dann Jagged Alliance 3 zu starten. Okay, die sind keine named. So. Bevor sie hier aufgetaucht sind, hatte ich schon keine Hoffnung mehr. Der Grund, warum ich noch hier bin, ist, dass ich die Leute nicht im Stich lassen konnte. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich muss jetzt. Ah, okay. Teil 3 hast du angefangen. Cool. Schön, dass es dir gefällt. Herr Thürer, weil der hier auch immer gerne zuschaut. Der hat auch Teil 3 angefangen. Ich habe jetzt gar nicht gefragt heute, wie weit er jetzt schon ist. Ob er vielleicht schon durch ist. Ich glaube, er wurde unterbrochen durch Baldur's Gate, was er auch spielt. So, okay, wir speichern mal. Und ich glaube, das geht hier bei ihm. Ich habe da so meine Bedenken, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Okay, es geht nicht. Gut, macht nichts. Ich glaube, das geht nämlich irgendwann. Es kann sein, dass die Loyalität jetzt noch nicht hoch genug ist, aber vielleicht, wenn ich dann die Hillbillies dort gefunden habe. So, ich gehe jetzt wieder in den Eiswagen und fahre jetzt hier in den Sektor. Genau die gleiche Situation, lustig. Ja klar, Baldur's Gate ist halt auch so ein Klassiker, ne? Und genauso mit Jagged Alliance. Ja, dann viel Spaß beim selbst Baldur's Gate und Jagged Alliance 3 spielen. Was liegt denn da? Da liegt doch ein Rucksack. Eine Kampftasche. Die ist aber, glaube ich, schlecht. Oder? Nee, die ist nicht schlecht. Das ist so eine Tasche, stimmt. Die ist erstmal nicht schlecht. Die ist nur meistens inkompatibel mit anderen Taschen. Oder oft. Nicht meistens. Okay. So, hier gibt's doch auch noch eine Bar. Hier sind auch so viele Überreste von Menschen. Wo ist die Bar? Ist keine Bar, ich dachte. Nee. Sieht nicht nach einer Bar aus. Okay. Ja. Naja gut, jetzt wissen wir, es gibt ein Hospital, das kann man auch nutzen.
Aber mehr wissen wir auch nicht. Und Carmen ist schon wieder verschwunden. Ich bin angekommen. Ich schaue nochmal nach der Möglichkeit hier zu trainieren. Oder Betrieb. Miliztrainingseinrichtung. Arzt. Also hier kann man... Hat nicht genug Medizinkenntnis. Okay. Hätte ich hier jetzt nicht mitgerechnet. Gut. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Was gibt's hier? Da gibt's keinen Betrieb. Da kommt schon... Bin gut angekommen. Die Verstärkung, glaube ich. Hier gibt es auch einen Betrieb. Eine Bar. Und das ACA-Building. Was kann man da eigentlich machen? Ach so. Die bringen dann Infos, Intel, über die Umgebung. Genau. Und die Bar ist einfach nur... Ach, das erhöht die... Erhöht die Loyalität. Und man wird betrunken. Vielleicht. Okay, habe ich tatsächlich noch nie genutzt, aber ist auch nicht so richtig wichtig, würde ich sagen. Und unten die Mine kann ich, glaube ich, auch nutzen für Sprengstofftraining. Aber gut. Nee, ihr sollt beide aus dem Laster raus. Genau, kommt jetzt auch aufs Dach. Oh. Ja, er ist natürlich ein guter Arzt. Zumindest solange er nicht in seinen anderen Zustand verfällt. Okay. Und es könnte sein, dass das hier die Elite-Truppe ist, die mich dann angreifen wird. Ich werde Chris auf jeden Fall jetzt die Miliz trainieren lassen. Und genauso Ira. Und Larry darf weiter Doktor spielen. So, und holen wir die runter? Wir holen die mal runter hier. Oder wir holen die rüber. Zum Teil zumindest. Zehn können drin bleiben. Die restlichen packe ich jetzt hier mit in den Sektor rein, weil es im Moment danach aussieht. Ah, noch ein Trupp. Genau, das ist nämlich die Truppen, die jetzt die Stadt wieder zurückerobern sollen. Werden das sein? Und damit bekommen wir es dann im nächsten Stream zu tun, denke ich. Das werden wahrscheinlich Elite-Truppen sein. Auch. Okay. Ja, dann haben wir wieder ein paar Aufträge. Also wir müssen die Loyalität noch hochbringen. In Cambria. Cambria. Die haben ja Cambria gesagt. Wir müssen die Hillbillies, die hier sich irgendwo östlich von Cambria aufhalten, besiegen. Und damit bringen wir auch die Loyalität hoch. Und natürlich die Stadt erstmal richtig befestigen und verteidigen.
Genau. Das würde ich jetzt erstmal in Angriff nehmen. Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die angreifen dort. Also, es lohnt sich nicht so richtig wirklich, was off-stream zu machen. Klar, man kann ein bisschen was verkaufen an Keith. Der ist ja jetzt hier. Und der kauft eben auch Dinge, die Toni nicht kauft und die auch der Schrotthändler nicht kauft. Und ich glaube, er gibt auch bessere Preise als der Schrotthändler. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das so ist. Genau, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen hin und her fahren. Und ansonsten wäre es auch gut, die Wege freizuräumen, hier mal nach Drassen, um auch mal zu Carmen zu kommen und diese Köpfe mal zu verkaufen. Ja, naja, irgendwann gelingt uns das, wenn der nicht immer wegrennt, der Carmen. Okay, gut, aber für diesen Stream soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich, wünsche euch eine gute Nacht und danke nochmal an die vielen Kommentare. Waren ja wirklich viele, gerade am Anfang, die geschrieben haben. Schön, dass ihr alle reingeschaut habt. Und danke an Thürerwald natürlich für die Bits. Und ja, Engel, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Und dann schlaft gut. Ich gucke nochmal wegen eines Raid-Ziels und schalte schon mal um. Mike, schön, dass du auch wieder reingeschaut hast. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Wenn du die Nostalgie willst, kannst du ja nochmal gucken, ob du das Video on Demand von vorne startest. Wenn ich gleich beendet habe, kannst du ja gerne tun, wie du magst. Oder spielst selber ein bisschen weiter. Genau. Raid-Ziel. Raiden tun wir zu Firefox. Firefox ist da. Der spielt Alan Wake, haben wir beim letzten Mal schon hingeradet. Das ist kein Geheimagentenspiel, wie ich erst vermutet hatte, sondern es ist ein Gruselspiel. Ups. Jetzt wird es hier plötzlich laut und gruselig. Zumindest für mich. Ich glaube, das habt ihr gar nicht gehört, oder? Okay. Ja, ich auch nicht. Gestern und vorgestern und vorvorgestern. Scheint so. Okay, also raiden wir zu Firefox. Der wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ewig machen. Aber wenn ihr euch noch ein bisschen gruseln wollt, dann geht's auch bei ihm. Und ansonsten sage ich mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, irgendwann diese Woche, innerhalb der Woche, dass ich nicht immer zu platt bin. Wir werden es sehen. Gute Nacht. Ciao.